Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem monatlichen Favoritenvideo. Ja, in diesem Format zeige ich euch alle Produkte bzw. einige Produkte, die ich in diesem Monat besonders gut fand. Und ich habe hier 7 tolle Produkte für euch vorbereitet und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Produkt, den ich auch aktuell drauf habe. Und zwar ist es dieser Shine Wet Look Lipgloss von Essence. Ich glaube, den kennt einfach jeder. Und ich weiß gar nicht, warum er immer aus der Mode gegangen ist. Ich kenne ihn noch von früher, aus meiner Jugendzeit. Habe ich nämlich auch sehr gerne drauf gehabt. Vor allem, weil ich früher auch nicht so den Lippenstift tragen durfte. Beziehungsweise mit so viel Farben oder so, sondern sollte eher was Gedecktes tragen. Und da habe ich den super gern getragen. Und seit ein paar Monaten, ich glaube jetzt seit 2 Monaten, finde ich den super gut. Habe, wie gesagt, den auch aktuell drauf und... ja, es ist nicht zu viel und vor allem, wenn man eher die Augen betont, finde ich es auch immer ganz gut, wenn man die Lippen eher gedeckt hält und dafür ist dieser Lipgloss besonders gut und ja, ich liebe den. Dann machen wir weiter mit einem Produkt, das ich ebenfalls drauf habe und zwar ist es eine Wimperntusche. Das ist die Luxury Lashes Mascara von Kiko, so sieht sie aus. Die habe ich euch auch schon mal in einem Tutorial von mir gezeigt. Falls ihr es nicht gesehen habt, dürft ihr gerne jetzt hier oben draufklicken. Wie gesagt, die Mascara ist von Kiko. Ich weiß leider nicht, was sie kostet, denn meine Mama hat sie mir geschenkt. Aber ich werde sie auf jeden Fall nachkaufen. Ich finde sie so gut. Sie hat so eine Silikonbürste oder so eine Gummibürste. Und durch die werden die einzelnen Wimpern so gut getrennt und auch optisch verlängert. Also finde ich super cool. Weil ich habe von Natur aus keine langen Wimpern, aber dafür dichte. Und deswegen finde ich es ganz schön, wenn die etwas länger wirken und einzeln. Dann habe ich etwas wieder für mich neu entdeckt. Und zwar ist es eine Tagescreme, die hatte ich mal vor einer Weile in meinem Adventskalender. Ich glaube, in meinem letzten Jahr, also Jahr 18, hatte ich in meinem Douglas Adventskalender. Und zwar ist es die Farming Day Cream von Detox, so heißt es. Ich habe es gesehen, dass es auch bei DM zu kaufen gibt. Nett günstig, aber ich finde, dass der Preis auf jeden Fall wert ist. Und ja, benutze ich jetzt seit einigen Tagen, vor allem gerne, wenn ich frei habe und mein Gesicht nicht, mich nicht schminke und mein Gesicht einfach atmen lassen möchte, finde ich diese Creme besonders gut und ich denke, ich werde die auch kaufen, also in der richtigen Größe, sobald meine ganzen Tagescreme aufgebraucht sind. Aber wie gesagt, die finde ich super gut und ich habe auch mal mit einer Freundin drüber geredet, die schwört auch auf diese Creme, die ist besonders gut und die ist auch vegan und ja, soll das Gesicht wohl straffend pflegen und ja, Bio-Detox. Dann kommen wir zu einem Produkt für die Haare und zwar ist es eine Intensivkur und zwar die SOS Intensiv Ultimate Repair Kur von Glisskur. So sieht sie aus. Kostet nur Pau 90 Cent bei DM. Reicht mir locker für 3-4 Mal aus und ihr seht, ich habe lange Haare. Gebe ich auch hauptsächlich in die Spitzen ein. Klar, bei den Extensions soll ich eh ein bisschen von den Bundings, also von den Klebeteilen fernbleiben. Aber diese Kur hat Keratin und das ist besonders gut für die Haarstruktur. Und ich finde, die riecht auch sehr, sehr gut. Bleiben wir bei sehr gut riechenden Düften. Ich bin aktuell absoluter Fan von einem besonderen Parfüm und auf den bin ich dank der lieben Anna Johnson drauf gekommen, denn ja, ich habe so einen Code von ihr bekommen, wo ich mir einen Tester mal zuschicken lassen konnte und das habe ich gemacht und dann habe ich es gerochen und habe mir gedacht, oh mein Gott, dieses Parfüm muss ich unbedingt haben und das habe ich mir natürlich auch gekauft, das habe ich euch auch auf Instagram schon gezeigt. Falls ihr mir dort nicht folgt, dürft ihr das jetzt gerne tun. Ich heiße dort _AnnieDaily_. Und ja, es handelt sich um das Si Passione von Giorgio Armani. So sieht das aus. Ich finde, es ist so ein genialer Duft, vor allem jetzt für die kalte Jahreszeit. Ich weiß nicht, wie ich das im Sommer finden würde, aber aktuell liebe ich diesen Duft. Ich versuche sonderlich sparsam damit umzugehen, aber es reicht auch. Es reicht wirklich vollkommen, wenn man nur 2 Spritze, eigentlich reicht auch schon 1 Spritze, aber ich mache immer so links, rechts ein und das riecht so gut. Den ganzen Tag habe ich über diesen Duft an mir. Es ist kein Kopfschmerz im Duft. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist nicht zu süß, aber auch nicht zu herb. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, mal in eine Parfümerie zu gehen und dieses Parfüm mal ausprobieren. Ich habe mir in ein Geschenkset gekauft bei Douglas
kurz vor Weihnachten war das, in der Geschenkbox war auch nochmal so ein kleines Parfüm, also in der Reisegröße mit drin und eine Bodylotion, die habe ich leider noch nicht ausprobiert. Ich habe einfach Parfüm rausgenommen und musste mich unbedingt damit ansprühen. Wie gesagt, ich liebe diesen Duft so sehr. Dann kommen wir zu einem Produkt, was ich glaube ich im Dezember für mich entdeckt habe oder im November, ich bin mir leider nicht mehr sicher. Auf jeden Fall handelt es sich um einen Hitzeschutzspray und da habe ich mir damals einen von Balea gekauft und ich finde den super gut. Den benutze ich täglich, fast täglich. Ab und an benutze ich ja auch noch die Blow Dry Föhnpflege von Desange. Aber hier, das sprühe ich auch so gerne auf meine Haare, bevor ich sie mir glätte. Hier steht auch Hitzeschutz bis 220 Grad. Es riecht sehr gut, es fettet nett und ja, ich schüttel das immer gerne vorher und dann sprühe ich das einfach auf meinen kompletten Kopf. Und ja, kann ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Ist nicht teuer und ja, meine Haare leben noch. Gott sei Dank. Kommen wir zum letzten Produkt und das ist mal ein Haushaltsprodukt. Ebenfalls von DM und zwar ist das ein Spülmittel. Habe ich mir, glaube ich, im Dezember gekauft. Ja. Mega geil. Mir geht es auf die Nerven so, wenn man Geschirr spült und immer denselben Duft hat. Und wir hatten immer von Pril immer diesen Standard 0815 Duft. Und Leute, das riecht so gut, wirklich. Und ja, erfüllt auch seinen Zweck. Also unser Geschirr, beziehungsweise wir spülen ja hauptsächlich unsere Töpfe und Pfannen. Alles andere geht ja bei uns in die Spülmaschine. Werden auch super sauber, also kann ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich glaube, da gibt es auch noch andere Duftrichtungen, die werde ich auch mal ausprobieren, aber hier, das ist echt super geil. Ich gucke gerade, ob hier steht, was für eine Duftrichtung ist drin. Kann ich leider euch gar nicht sagen. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall Zimt und irgendwelche Blüten drin, weil hier vorne Zimt abgebildet ist und ja, kann ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen und ist auch wirklich nicht teuer. Ja, das war es auch mit meinen 7 Top-Produkten in dem Monat Januar. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Und ich werde mich natürlich freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, falls du es noch nicht getan hast. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!